Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen an unserem heutigen Dharma-Abend. Ich will mal eine Vorbemerkung zu dem heutigen Thema machen. Mir ist aufgefallen, euch ist aufgefallen, dass sich unsere Studiengruppe relativ verändert hat in den letzten Monaten. Sie hat sich sehr vergrößert, seitdem wir hier im Tibet-Haus sind. Und es sind entsprechend auch viele neue Gäste da. Und mir ist aufgefallen, dass wir nicht mehr so wirklich eine gemeinsame Plattform haben. Es gibt ja Teilnehmer, die seit 10 Jahren zu uns hierher kommen und andere, die vielleicht gerade heute auch das erste Mal da sind. Und ich denke, es ist vielleicht angebracht, dass wir mal ein paar Abende verwenden, einfach um für uns einen gemeinsamen Hintergrund zu schaffen. Das wird nicht ein gleiches Bild für alle sein, aber ein gemeinsames Bild. Denn die vielen Details, die wir schon besprochen haben und auch noch besprechen werden im Zusammenhang mit der Buddha-Lehre, müssen irgendwo in ein großes Puzzle eingefügt werden. Und deshalb ist es notwendig und sinnvoll, dass man sich mal ein Gesamtbild, ein ungefähres Gesamtbild macht. Was ist denn die Lehre des Buddha? Worum geht es denn überhaupt? Und das, was ich vorhabe, die nächsten Abende, ist für die Neuen, in Anführungsstrichen, so etwas wie eine systematische Einführung. Das kann nicht sehr tief gehen, aber es kann eine Einführung sein. Und für die, die länger dabei sind, schadet das überhaupt nichts. Denn die werden von der Erfahrung mal Gebrauch machen, dass sie alle Bäume kennen, aber den Wald auch mal wieder sehen wollen. Ja? Und das ist auch die Strategie, die ich sozusagen bei meinen Abenden verfolge. Dass wir manchmal den Blick von ganz oben ja auf die Lehre nehmen, dass wir mal alles auf einmal sehen, dass wir wissen, wo es lang geht. Und dann aber auch mal mehr ins Detail gehen, sozusagen den Wald betrachten und auch die Bäume betrachten. Und manchmal auch einen einzelnen Grashalm. Weil all das zusammen Buddha Dhamma ist. Und alles zusammen unser Leben widerspiegelt. So, das ist, was ich vorhabe. Und das wird in 3 Teilen passieren. Den ersten Teil nenne ich mal den Geschmack des Dharma. Dass man sich klar macht, worum geht's denn überhaupt, wenn ich mich mit buddhistischen Themen auseinandersetze? Warum? Was soll das Ganze? Was sind die Qualitäten der Buddha-Lehre? Und der zweite Hauptblock geht natürlich darum, was lehrt denn der Buddha eigentlich? Worum geht's denn? Also wenn mich der Nachbar auf der Treppe fragt, du bist doch Buddhist, sag mal, was lehrt denn der Buddha? Da fällt uns ein, ich habe 37 Bücher, die gebe ich dir mal zu lesen. Ja? Da schreckt der zurück. Ich will es von dir einfach mal so wissen, sag's doch mal. Und da merken wir, dass uns das vielleicht schwerfällt, in 5, 6, 7, 10 Sätzen zu sagen, um was es geht. Und das ist mit Aufgabe auch dieser Abend, uns das nochmal klar zu machen, was ist denn der springende Punkt. Also das sind die Inhalte der Buddha-Lehre. Und diese Inhalte, die teilen sich wiederum auf in 2 große Blöcke. Der eine große Block ist eine Vorbereitung für unseren Geist, das Eigentliche zu verstehen. Denn der Mensch ist normalerweise nicht in der Lage, sofort aus dem Stand wirklich zu verstehen, um was es den tieferen Sinn sozusagen der buddhistischen Lehre ausmacht. Er muss vorbereitet werden. Das war im alten Indien schon so. Und heute sind wir von unserer Weltanschauung weit, weit weg von dem, was die Inder noch wussten damals. Also müssen wir noch sehr viel mehr darauf achten, dass wir Anlauf nehmen, ja, geistigen Anlauf nehmen, um den Sprung zu machen, die Buddha-Lehre zu verstehen. Und das ist der erste Block inhaltlich, mal die hinführenden Lehren des Erwachten uns nochmal klar zu machen, die uns fit machen, das Eigentliche zu verstehen, um was es geht, den Buddha Dhamma im engen Sinn. Und das wäre der 3. Schritt. Gucken, so um was es geht, so ein bisschen hinspüren, die vorbereitenden Lehren und das Eigentliche, warum Buddhas überhaupt lehren. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Ja, ich habe vor, dass wir das in 3 Abenden schaffen. Wenn es zu lange dauert, verliert man ja wieder den Überblick. Ja, deshalb sollte es so ein bisschen ein Telegrammstil sein, soll ein Durchgang sein, aber es kann sein, dass wir schneller zu Ende sind. Ich möchte nicht, dass es länger wird, weil sonst haben wir dann gleich wieder ein akademisches Semester.
Das ist das Vorhaben, um hier die Gruppe wieder ein bisschen sozusagen inhaltlich zusammenzuführen. Und ich habe es so vor, das ist ja auch mein Hobby, das ihr kennt, dass ich den Buddha zu Wort kommen lasse. Ich habe entsprechende Zitate dabei, dass wir sozusagen den Originaltext immer auch mal hören. Dass ich versuche, so gut ich das kann, ein bisschen zu kommentieren. Und dass wir dann, wie wir es kennen und wie wir es immer handhaben, im Gespräch uns das eine oder andere näher angucken und klar machen. Das ist sozusagen die Grundidee. Ich glaube, das ist klar. Ja? Dann können wir auch damit schon anfangen. Der erste Teil, wie gesagt, habe ich mal genannt, den Geschmack des Dharma. Ich fange gleich an mit einem Wort des Buddha selbst. Überschrift Wunsch und Wirklichkeit. In der Regel hegen die Wesen den Wunsch und den Willen und die Absicht, dass die unerwünschten, unerfreulichen, unangenehmen Dinge aufhören und die erwünschten, erfreulichen, angenehmen zunehmen. Diesen Wesen jedoch, die sich wünschen, dass es angenehm zunimmt und die unangenehm abnehmen, denn passiert genau das Gegenteil. Und warum? Da ist jemand ein unwissender Weltmensch, der keinen Blick für die Edlen hat, der Lehre der Edlen unkundig, über sie nicht unterrichtet und der keinen Blick für vorbildliche Menschen hat, ihrer unkundig ist und über sie nicht unterrichtet. Womit er sich beschäftigen soll, weiß er nicht, und auch nicht, was er tunlichst unterlassen soll. Er kennt die Dinge, denen man sich widmen sollte, so wenig wie die, die man besser bleiben lässt. Das ist das ganze Programm. Mehr ist eigentlich im Grunde nicht zu sagen, weil der Buddha da in dürren Worten unsere Lebenssituation beschreibt. Und das vor 2500 Jahren. Also ihr seht, es hat nichts geändert. Immer noch dasselbe. Auf Deutsch, wir wollen, dass es uns gut geht, aber es funktioniert nicht. Genau das Gegenteil davon tritt ein. Ich meine, das wissen wir eh. Ja? Aber das Entscheidende ist, dass wir hier merken und sehen, wo die Belehrungen des Buddha anfangen oder worauf sie sich stützen, worauf sie zielen. Sie sind keine Philosophie, die irgendwas uns nahebringen will an hohen Einsichten, sondern die Lehren des Erwachens sind lebensorientiert, praktisch orientiert. Sie setzen an unserer existenziellen Situation. Und es wird aber gleich gesagt, warum wir sozusagen in dieser misslichen Situation sind. Es wird eine Begründung gegeben. Es wird nicht nur behauptet, sondern der Buddha aus seiner Analyse der Existenz heraus sagt uns auch, warum das so ist. Und da ist ein Satz, der uns vielleicht bedrücken mag, oder ein Ausdruck, dass es da um unwissende Weltmenschen geht. Und da braucht sich jetzt keiner auszunehmen. Ja? Und es macht uns auch alle gleich an dem Punkt, dass wir unwissende Weltmenschen sind, selbst wenn wir Universitätsdiplome, Doktortitel oder sonst was haben, alles schön und gut. Aber für diese Dinge ist das irrelevant. Weil Professor XY im Grunde dasselbe Problem an der Uni hat und zu Hause auch. Er will, dass ihm gut geht, aber irgendwie läuft das nicht so recht. So. Also die eine Behauptung, die der Buddha aufstellt, die Situation ist deshalb so, weil wir nicht einen klaren Blick für die Realität haben. Wir haben keinen Durchblick. Wir schauen es nicht richtig an. Das Zweite, was er auch nennt, wir haben keinen Blick für den, er nennt es hier, rechten Menschen, für den wahren Menschen. Wir wissen nicht, mit wem wir uns zusammentun sollen. Wir haben sicher Freunde, ja, Bekannte, Verwandte etc., wo wir uns auch wohlfühlen. Aber es sind nicht in dem Sinn die wahren Menschen, weil die in derselben Situation sind wie wir auch. Wir können uns nur wechselseitig sozusagen die Fehler weitergeben oder wechselseitig schildern, wie schlecht es wird. Das sind die zwei Grundelemente. Und aus dieser Situation heraus
handeln wir falsch. Ja, wenn ich nicht weiß, was das richtige Ziel ist, wenn ich nicht weiß, wie der richtige Weg ist, muss ich fehlgehen. Das ist einfach die Folge daraus. Wir geben uns alle Mühe, wir sind ja in der Regel aktiv, tun was, aber bleiben frustriert, weil es nicht das Richtige ist. Das ist die Grundsituation. Oder das Ganze nochmal zusammengefasst, was unsere Lebenssituation ausmacht, nochmal in einem einfachen Satz an einer anderen Stelle der Lehrreden zu finden. Dort heißt es: Ich möchte leben und nicht sterben. Ich wünsche mir Glück und habe etwas gegen Leid. Das wäre etwas, was man auch der Frau oder dem Nachbarn auf der Treppe sagen kann. Da wird sie zustimmen und wir werden dann hinzusagen, der Buddha behauptet zumindest, dass sich das erfüllen lässt. Ja? Dann haben wir die Richtung vorgegeben. Nächstes Textbeispiel habe ich überschrieben mit Ausweg. Das sind zwei Elemente drin, wie ihr gleich merkt. Da heißt es: Unterworfen bin ich dem Geborenwerden, Altern und Sterben, Kummer und Klage, Schmerz, Bedrückung und Verzweiflung. Dem Leiden bin ich unterworfen, dem Leiden ausgeliefert. Es müsste doch möglich sein, einen Ausweg aus dieser ganzen Leidensanhäufung zu finden. Der erste Teil ist nochmal eine Formulierung von dem, was ich vorher gesagt habe, aber nochmal etwas zugespitzt, wo es heißt, wir sind dem Leiden unterworfen. Das heißt, nicht nur Leiden taucht auch mal auf in unserem Leben. Da heißt es, wir sind Leiden ausgeliefert, wir sind dem Leiden unterworfen. Und so unter der Hand, ohne dass man das groß merkt, ist das gleich nochmal spezifiziert, wie das Leiden aussieht, nach welchen Richtungen man das sozusagen finden und suchen kann. Da ist einmal gesprochen von geboren werden, altern und sterben. Und das sind die Prototypen für Leiden, was unseren Körper angeht. Ja, unser Körper hat diese drei Hauptmalesse. Er kommt auf die Welt und er schmerzt. Er wird irgendwann alt, wird krank und stirbt. Und die zweite Ebene des Leidens kommt dann: Kummer und Klage, Schmerz und Bedrückung und Verzweiflung. Das sind die Unvollkommenheiten, die sich auf der geistigen Ebene zeigen. Da, wo es um unsere Emotionen, da, wo es um unser Inneres geht. Und das Leben ist im Grunde nichts anderes als ein Sammelsurium, als eine Kombination von diesen zwei Formen von Leiden. Jetzt sage ich gleich eine Fußnote, weil ich eine Debatte nicht möchte, dass jemand dann sagt: Ja, aber das Leben ist doch nicht nur Leid. Ja. Das Wort Leiden im buddhistischen Sinne, und wir werden darauf zurückkommen, heißt nicht nur das manifeste Au, es tut weh, sondern Leiden im buddhistischen Sinn, im tieferen Sinn, heißt Unvollkommenheit in jeder Hinsicht. Also nicht nur Zahnweh im Liebeskummer, sondern Unvollkommenheit in jeder Hinsicht und sei es nur so subtil. Das ist mit Leiden gemeint. Und da ist die zentrale Aussage, und das ist wirklich eine buddhistische Aussage per se, dass alle Lebenserscheinungen, alle Erfahrungen, die man machen kann, alle, unterm Strich, dukkha sind, unvollkommen sind. Oder in Übersetzung meistens gesagt wird, leidvoll sind. Und das ist auch ein Merkposten, den man sich tief eingraben muss, weil das eine Aussage ist, die nur der Buddha trifft. Weil er auch sagen würde, und ich fantasiere jetzt, die Wiedergeburt im höchsten Himmel, den man sich denken lässt, was andere sozusagen für ein begehrenswertes Gut halten, ist aus Dharma-Sicht, aus buddhistischer Sicht, immer noch eine Form von Unvollkommenheit. Warum? Da werden wir drauf zu sprechen kommen, aber das ist ein Merksatz. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Wort Dukkha. Ist das eigentlich ein Adjektiv oder ist das auch ein Substantiv? Das ist beides im Grunde. Also es ist normalerweise ist es ein Adjektiv. Das, was schwer zu tragen ist. Aber in Pali ist es ja so, dass Worte auch wechselseitig gebraucht werden. Der zweite Satz ist wichtig, den ich hier noch vorgelesen habe. Da heißt es nämlich: Es müsste doch möglich sein, einen Ausweg aus der ganzen Leidensanhäufung zu finden. Und das ist typisch menschlich.
Ja? Weil der Mensch einen Geist besitzt und nicht nur feststellt, so ist es, sondern durch diese Situation der Geist angeschoben wird und sagt, also hör mal, ich sehe das, aber muss das bleiben? Gibt es nicht eine Alternative? Wo kommt das her? Wie kriege ich es los? Das ist die Kehrseite von Dukkha. Wir machen die Erfahrung von Unvollkommenheit und unser Geist sagt, aber ich will es los sein. Und wer ein bisschen intelligent ist, fragt dann natürlich, wo kommt es her? Wie bin ich in diese Situation hineingeraten? Und wie komme ich raus? Und genau das ist auch der Ansatzpunkt, warum ein Buddha überhaupt lehrt. Wären wir dumpf wie Steine, würden alles einfach über uns ergehen lassen, wir, es ist halt so, dann gäbe es keinen Ansatzpunkt für Belehrung von außen. Aber wenn wir sagen, wir wollen raus aus der Situation und unser Geist ist wach genug, diese Frage zu stellen, dann hat der Buddha die Möglichkeit, oder wer auch immer, die Möglichkeit, durch Belehrungen unseren Geist zu verändern und damit auch eine andere Situation herbeizuführen. Und jetzt kommt folgerichtig das, was der Buddha die Einladung nennt. Er sagt, willkommen sei mir ein verständiger, ehrlicher, vertrauenswürdiger Mensch von aufrechter Art. Ich leite ihn an, ich zeige ihm die Wahrheit. Wenn der Betreffende auf diese Weise belehrt, dem folgt, wird er nach nicht langer Zeit selbst sehen und selbst erfahren. Ganz sicher wird er sich so ganz von der Fessel befreien, nämlich von der Fessel des Nichtwissens. Also, Zusammenfassung nochmal, Situation Dukkha, unser Leben wird als unvollkommen empfunden, der Geist fragt, was mache ich jetzt? Und der Buddha sagt so, ich lade ein. Und bitte achtet auf dieses Wort. Der Buddha lädt ein. So, ja, wenn ihr Belehrung wollt, dann gebe ich es euch. Wenn ihr Wissen wollt, dann gebe ich Wissen weiter. Wenn ihr fragt, kriegt ihr Antwort. Also der Buddha ist kein Zeuge Jehova, der dann in Haustüren klingelt und sagt, so, ich bin da, ich will euch retten. Sondern der Buddha kann seine hilfreiche Funktion nur dann einnehmen und erfüllen, wenn auf der Seite der Zuhörer, der Menschen, der Lehrer, der Schüler und so weiter, eine entsprechende Aufnahmebereitschaft, ein entsprechendes Interesse da ist. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. In der buddhistischen Tradition sind die Türen immer offen. Ja? Die Türen sind offen, wenn man rein will. Wie hier sind die Türen offen, jeder kann kommen und hören. Die Türen sind aber auch offen, wenn jemand sagt, ach, was wird der von Käse erzählt? Dann geht man wieder und sagt, das ist nicht mein Ding. Es wird sozusagen keiner festgehalten, sondern es ist diese Nähe und Distanz, die den Buddha auszeichnet, die Einladung, die er ausspricht. Und ihr wisst, wie das ist, Einladungen kann man annehmen, aber man muss sie nicht annehmen. Aber wenn man die Einladung annimmt, müssen wir mal hingucken, sie ist nicht an jeden gerichtet. Sondern es sind bestimmte Voraussetzungen. Der Buddha lädt sogar nicht jeden ein, sondern er lädt Menschen ein, die, guck nochmal, verständig sind. Also es muss ein Minimum von geistiger Klarheit sein. Ein Minimum von Verstehen. Nicht jetzt im Sinne akademischer Bildung oder Intelligenz, Intelligenzquotient, aber eine gewisse Wachheit des Geistes zu hören, aufzunehmen, wo das nicht da ist, braucht man weder zu lehren noch zu hören. Und dann vielleicht etwas Merkwürdiges, er sagt, ich frage ehrliche Menschen. Lügner und Betrüger etc., die lade ich nicht ein. Warum? Platt. Wenn jemand lügt, ist er nicht an der Wahrheit interessiert und damit auch gar nicht zur Wahrheit fähig. Wer lügt, verbiegt ja die Wahrheit und nimmt sich damit jede Möglichkeit, auch Wahrheit in sich aufzunehmen. Und Buddhas Lehren ja nichts anderes als die höchste Wahrheit. Und wer auf der niederen Alltagsebene schon in Lüge, Heuchelei etc. zu Hause ist, der ist überhaupt nicht fähig, so eine Einladung anzunehmen, weil das, was der Buddha anreicht, ihn da nicht erreichen kann. Er muss vertrauenswürdig sein. Das soll hier an der Stelle heißen, man muss auch eine gewisse innere Offenheit mitbringen. Wenn ich alles schon weiß,
alles schon eh besser weiß, ja, dann brauche ich auch nicht zu einer Belehrung zu kommen, weil ich dann nur das immer raushöre, was ich so schon weiß und immer nur das bestätigt finden will, was meine Meinung ist. Ein gewisses Vertrauen zu dem Buddha haben oder zu Buddha-Lehre, die sich darin ausdrückt, dass ich sage, okay, lass mal wenigstens hören, um was es geht. Ja, lass mich nicht mit Vorurteilen das schon mal betrachten, sondern lass meinen Geist offen sein für Dinge, die ich noch nicht kenne, die ich noch nicht gehört habe. Was sagen wir noch hier? Ein Mensch von aufrechter Art, das geht in diese Richtung auch. Und dann heißt es, bitte Achtung, ihn leite ich an und zeige ihm die Wahrheit. Auf Neudeutsch sagt man, Theorie in Praxis. Ich leite ihn an, das steht am Anfang. Das heißt, ich zeige, der Buddha zeigt, was man tun soll, was man tun und lassen soll. Also es geht um Veränderung auch im eigenen Leben, es geht um Praxis. Die Praxis wird hier zuerst genannt, ja. Aber es heißt auch, ich zeige die Wahrheit ab. Das heißt, ich spreche das Verständnis der Menschen an, denn nur beides funktioniert zusammen. Ich werde mein Leben praktisch nur verändern, wenn ich auch weiß, warum, wie und wieso. Und umgekehrt, wenn ich weiß, warum, wie und wieso, nutzt das alles nur, wenn ich auch mein Wissen, meine Einsichten in eine Alltagspraxis überführe. Deshalb ist die buddhistische Lehre, nächster Merkposten, doppelt begründet. Sie leitet zum praktischen Tun und sie zeigt, wie Wirklichkeit aussieht. Sie zeigt etwas über die Existenz. Und dann wird gesagt, am Ende dieses Satzes, wer dann diesen Belehrungen folgt, der wird am Ende selbst sehen, wie die Dinge sind. Ja, das ist ja wie in der Schule. Man hört erstmal Dinge, die man noch nie gehört hat. Die kommen einem seltsam und fremd vor. Man muss sie erstmal im Vertrauen annehmen, so als Arbeitshypothese. Lass mich doch mal gucken, was dran ist. Aber es bleibt eben in der Buddha-Lehre nicht dabei, dass man Dinge einfach glauben muss, nach dem Motto, es wird schon so sein. Oder der hat es gesagt, also wird es so sein. Sondern das ist immer nur ein vorübergehender Zustand. Ich kenne Dinge nicht selbst, aber ich werde in der Lage sein, wenn ich den Anleitungen folge, in der Lage sein, die Dinge dann selbst auch so zu sehen. Und erst dann bin ich natürlich wirklich überzeugt, ja, wenn ich sehe, dass die Belehrungen in meinem Alltag sich wiederfinden oder in meiner Lebenspraxis sich wiederfinden, dann werde ich sehen, jawohl, so ist es ja tatsächlich. Und nichts ist überzeugender als die eigene Erfahrung im Zusammenhang mit solchen Dingen. Ergänzend dazu noch, die Lehre, sagt er, ist nachvollziehbar. Ja, der eigene Geist kann sich in die Lage versetzen, sie aus eigener Kraft dann irgendwann zu verstehen. Sie ist auch so formuliert, dass sie den Intellekt, den Geist auch überzeugt. Nicht alles ist mit dem Intellekt zu verstehen, aber man kann viele Dinge sozusagen, oder an vielen Dingen sich intellektuell näher. Der Verstand ist im Buddhistischen ein wichtiges Instrument. Nicht das einzige, aber ein wichtiges. Man sollte das nicht vorzeitig schon wegwerfen. Die Lehre ist also nachvollziehbar bei mir selbst. Sie ist zeitlos. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Weil viele sagen, naja, der Buddha ist ja ein lieber Mann gewesen, sicher, aber der ist vor 2500 Jahren gestorben, was wird der damals schon gewusst haben? Ja? Was kann der uns heute noch sagen? Was hat der heute noch für eine Bedeutung? Und das ist ein Merkposten auch, dass die Lehren des Erwachens sicher in einem bestimmten historischen Hintergrund immer auftauchen, immer in einem bestimmten historischen Zusammenhang erläutert werden und auch sozusagen praktische Folgen haben, aber sie sind nicht abhängig von irgendwelchen Epochen oder Zeiten, sie sind sozusagen immer gültig. Sie sind an jeder Ecke unseres Erdballs gültig und sie sind auch zu jedem Zeitpunkt gültig. Ich sage nur ein Beispiel, damit wir wissen, in welche Richtung das geht. Wenn er über die Wandelbarkeit spricht, ja,
Wandel, Veränderung ist überall dasselbe Prinzip, immer dieselbe Erfahrung. Und denkt an unseren Eingangssatz, die Eingangsbeschreibung unseres Lebens. Wir wollen alle leben und nicht sterben. Wir wollen Glück und vermeiden Leid. Das ist überall, nicht? Und zu allen Zeiten das Gleiche. Deshalb, die Lehre ist zeitlos. Hier wird nochmal gesagt, sie lädt zum selber Sehen ein. Also die Einladung, nicht Zwang, nicht Muss. Und bitte, kommt, seht selbst. Und sie ist zum Ziel führend. Mit anderen Worten, sie verhält das, was sie, nein, sie hält, was sie verspricht. So, auf Deutsch. Ja? Es gibt ja viele Reklame, viele, wie sagt man, ihr wisst, was ich meine, mir fällt das Wort nicht ein, das ist so, wo viel versprochen wird, aber nichts gehalten wird. Also, was man zahlen muss, das wird in der Regel immer, das stimmt immer. Nur was dafür geboten wird, stimmt selten. Und hier ist die Behauptung, diese Lehre, die buddhistische Lehre, führt zum Ziel. Fußnote, aber nur, wenn man geht. Ja, sie führt zum Ziel, wenn man den Weg geht. Wenn man sitzen bleibt, also dann natürlich nicht. Und sie ist bei einem Verständigen bei sich selbst erfahrbar. Das wiederum bedeutet, dass wir allgemeinen existenziellen Gesetzen unterliegen. Und all das, was der Buddha lehrt, können wir bei uns selbst im eigenen Leben sozusagen verifizieren. Und das ist das Überzeugendste, was es überhaupt gibt. Nächster Punkt. Habe ich überschrieben mit vollkommen. Der Buddha, sagte jetzt von sich, zeigt eine Lehre, die am Anfang segensreich ist, im Weiteren segensreich ist und am Ende, die Sinn und Form vollendet ist. Er verkündet einen ganz und gar vollkommenen, reinen und lauteren Lebenswandel. Und das ist jetzt eine starke Behauptung, ja, die kann man auch nicht an einem Abend beweisen. Aber die Behauptung ist, dass die Lehre des Buddha komplett ist. Vollständig. Passt zu dem, was vorhin so zielführend gesagt worden ist. Es gibt viele Weltanschauungen, viele Religionen, viele Philosophien, die in weiten Bereichen das Richtige sagen, die auch in weiten Bereichen das Richtige uns empfehlen, was wir tun sollen. Aber der Erwachte sagt, die allermeisten Lehren sind wie ein Gebäude, wie ein Gebäude, bei dem die Kuppel geborsten ist. Sozusagen das letzte fehlt, das letzte Stück. Und man deshalb sehr weit vorankommen kann, sehr viel in seinem Leben verbessern und vertiefen kann, aber nicht zum endgültigen letzten Ziel kommt. Das letzte Ziel ist, wir erinnern uns, die völlige Freiheit von Dukkha. Und deshalb die starke Behauptung, diese Lehre ist vollkommen. Und zwar am Anfang, wenn du Neuling bist, sagt der Buddha dir das Rechte, was du als nächstes tun musst. Wenn du das erste Mal das Wort Buddha gehört hast, was ist der nächste Schritt, praktisch und theoretisch? Und die Behauptung ist, dass diese Lehre in der Mitte, also im weiteren Fortschreiten, hilfreich, segensreich. Ja, so, der Text hat so formuliert. Also mir wird nicht dann irgendwann allein gelassen, so jetzt habe ich Kapitel 10 gelernt, aber wer zeigt mir das Kapitel 11? Ist nicht mehr da. Und hier wird gesagt, das ist durchgängig, diese Lehre ist durchgängig von der Einschulung bis zum Diplom. Alles da, bis zum Ende. Und das kann man durchaus mal vergleichen mit anderen Weltanschauungen, dass da jetzt Konkurrenz auftauchen soll. Ja? Gucken, was ist für den Anfänger, für den Einsteiger da und was ist da für den, der nur noch die allerletzte Frage beantwortet haben will. Und der Buddha sagt, ihr findet es bei mir komplett. Aber das soll nicht bedeuten, dass der Buddha auf alle Fragen, die uns einfallen, Antworten hat. Er gibt nicht auf alles eine Antwort, denn er sagt, ich gebe Antwort nur in die Richtung, wie kann ich leiden überwinden.
Also um die letzten Dinge der Welt, wo kommt die her, wo geht die hin, warum bin ich so, wie ich bin und all diese metaphysischen Dinge, sagt er nichts. Er sagt nur dann etwas, wenn es darum geht, Dukkha zu überwinden. Darauf beschränkt er sich strikt. Weil das, was man über Welt, über diese Komplexität, die wir Welt nennen, sagen kann, ist unendlich. Und bis man das alles gelernt hat, bis man das alles verstanden hat, bis man das alles durchdrungen hat, ist man tot und verloren und ist seinem Ziel, von Dukkha frei zu werden, keinen Schritt näher gekommen unter Umständen. Deshalb die völlige Konzentration darauf, was ist heilsam, Kusala, was ist sozusagen förderlich, um von Dukkha frei zu werden. Und nochmal wird hier betont, er verkündet einen ganz und gar vollkommenen, reinen Lebenswandel. Also sagt nicht nur theoretisch, wie Dukkha zu überwinden ist, sondern sagt, das ist ja ein praktischer Vorgang. Das ist ja eine Tätigkeit, das ist ja ein Weg, der zu gehen ist. Und der Weg, das wird hier schon angedeutet, besteht darin, einen lauteren Lebenswandel zu führen. Das heißt, nicht nur den Intellekt zu schulen, den Intellekt zu verändern, sondern sein Leben so zu verändern, dass das Ziel erreicht wird. Und die Lehre ist Sinn und Form vollendet. Und das macht es schwer. Das macht es schwer, weil es in der Tat ja ein Problem ist, eine Lehre, die 2500 Jahre alt ist, die in einer Sprache überliefert ist, die ja nicht deutsch ist, die aus einer Kultur kommt, in einer Kultur niedergelegt ist, die asiatisch ist, nicht europäisch, diese Lehren so in unsere Zeit zu übertragen, dass sie vom Inhalt nicht verwässert wird, verbogen wird, ja, verfälscht wird, aber sie auch so zu sagen, dass wir sie in eine Sprache fassen können, die wir verstehen. Das fängt schon bei den Übersetzungen an. Und da ist eine praktische Frage, ein praktisches Problem. Wie kann man an die Lehren so kommen, dass sie authentisch sind, aber nicht in Latein und in Pali und in Sanskrit oder sowas, sondern dass wir sie in einer Sprache haben, die wir auch kapieren. Nicht nur von der Lingua, von der Sprache, sondern auch von den Bildern her, von den Beispielen, und von den Lebenszusammenhängen, in denen sie lebendig werden. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, die wir dazu stellen. So, vorletzter Punkt für die Einleitung. Das Gleichnis vom Weltmeer. So wie der Ozean langsam tiefer wird, sich allmählich neigt, sich nach und nach senkt und nicht schlagartig abfällt, genauso verhält es sich mit dieser Lehre und Praxis. Sie beinhaltet eine fortschreitende Übung, eine sich vertiefende Verwirklichung, eine abgestufte Vorgehensweise. Höchste Einsicht und durchdringendes Wissen werden nicht mit einem Mal erreicht. Ärgerlich für uns. Verdammt ärgerlich, weil wenn wir ja auf einem neuen Trip sind, wir sofort alles haben wollen. Ich will alles und heute und komplett. Und das ist eine große Enttäuschung, wenn man da hört, nicht mal beim Meer ist es so, das plätschert auch so langsam in die großen Tiefen. Und bei den Lehren ist es genauso. Man kann nicht sagen, jetzt höre ich mal einen Vortrag bei XY, der gilt als klug, der weiß viel, dann lasse ich mal so das ABC weg, ja, und gehe gleich an den Kern der Sache. Das wird nicht funktionieren. In der Schule lernt man auch die Einsteinsche Relativitätstheorie nicht sofort, die kommt in der zweiten Klasse. Nach dem Zählen, man fängt mit dem Zählen, glaube ich, immer noch an. Und so ist das auch. Wir müssen uns klar sein, dass die tieferen existenziellen Dinge, um die es bei dem Buddha geht, nicht für uns so auf der Hand liegen, dass man sie einfach erklären und erkennen kann. Und wir müssen dahin wachsen, unser Geist muss dahin wachsen, dass das sozusagen in uns auch das Potenzial aufscheint, diese tieferen Dinge zu merken. Denn es ist nicht eine Frage nur des Auswendiglernens von Dingen, die der Buddha erzählt, sondern es ist am Ende ein tiefes Schauen der Realität selbst, ein Durchdringen der Realität.
Und meine Erfahrung ist leider, dass wir meilenweit in aller Regel von der Verständnismöglichkeit entfernt sind. Ich sagte vorhin schon, auch zu Zeiten, als der Erwachte lebte, ja, fing er auch nicht an, die buddhistischen Lehren im engeren Sinne sofort zu erklären. Kommt gleich auf die Formulierung zurück. Sondern er lehrte immer nur, wenn der Geist seines Gegenüber entsprechend vorbereitet war. Und die Inder der damaligen Zeit waren mitnichten so materialistisch orientiert und verbohrt und verblendet, wie wir das jetzt sind. Wir sind so an eine materialistisch gestaltete, empfundene Welt gebunden, dass wir große Anstrengungen unternehmen müssen, um uns wirklich geistig locker zu machen, das zu verstehen, um was es geht. Das soll niemanden abschrecken. Im Gegenteil, das ist gerade die Ermutigung, dass es möglich ist. Das hat der Buddha ja versprochen. Es ist möglich, keiner ist ausgeschlossen davon. Aber er macht uns aufmerksam, das Ziel ist entsprechend deiner Energie, die du reingibst, nicht? Ohne Preis sein, ohne Fleiß kein Preis, ist es früher in der Schule. Und das wird unterschätzt. Das wird von den allermeisten Menschen unterschätzt, weil wir sind doch intelligent. Wir leben in Zeiten, wo man eine gute Bildung hat. Für uns sollte das doch etwas einfacher sein, diese Lehre zu verstehen. Intellektuell vielleicht, aber wir sind sozusagen von der Herzensstruktur, von unserer inneren Struktur so verbogen und so blind, dass wir die nächstliegenden Dinge nicht sehen. Und deshalb heißt es hier, dass die Lehre ja fortschreitend ist. Sie ist aufbauend. Ja, es sind Stufen, die man sozusagen hochgeht und höchste Einsicht, durchdringendes Wissen, heißt es hier, werden nicht mit einem Mal erreicht. So, und jetzt der letzte Punkt für diese einleitende Betrachtung, wo jetzt der Buddha uns deutlich macht, wie denn diese einzelnen Stufen seiner Belehrungen aussehen. Und diese einzelnen Stufen ist genau das Programm, das wir in den letzten 10 Jahren gemacht haben und genau das Programm, das wir in den nächsten 10 Jahren weitermachen werden. Sofern die Wandelbarkeit uns da keinen Strich durch die Rechnung macht. Ja. Da sprach der Erhabene, stufenweise fortschreitend, nein, mach erst nochmal einen Stopp. Die Situation hier ist folgende. Es ist so eine Formel, in der ausgedrückt wird, wie die Inhalte des Buddha aussehen. Und da ist beschrieben eine Situation, wo der Erwachte mit einem Fragenden sich unterhält, mit einem Schüler sich unterhält. Und das, was hier formuliert ist, gibt sozusagen einen in Zeitraffer, dass wie diese Belehrungen insgesamt aufgebaut sind. Und da heißt es, da sprach der Erhabene stufenweise fortschreitend zunächst vom Geben, dann von ethischem Verhalten sowie von himmlischem Dasein. Dann machte er deutlich, wie unbefriedigend, mit mancherlei Nachteilen verbunden, armselig das sinnliche Genießen ist und wie segensreich darüber hinauszuwachsen. Wenn der Erhabene bemerkte, dass jemand innerlich bereit, ausgeglichen, ohne innere Sperre, angeregt und von Vertrauen erfüllt war, da lehrte er das, was für den Erhabenen das Eigentliche ausmacht. Das Leiden, dessen Ursprung, dessen Beendigung und den Weg dahin. Das ist im Schnelldurchgang das, was die gesamte buddhistische Lehre beinhaltet. Nichts anderes. 5 Dinge sind das. Und zwar 4 Lehren, die vorbereitenden Charakter haben. Wir sollen uns Anlauf geben, um den Sprung zum Eigentlichen zu machen. Und nur die 5. Lehre, das ist die eigentliche Buddha-Lehre. Und meine Behauptung ist, sie ist ein bisschen ungeschützt. Meine Behauptung ist,
dass die allermeisten Praktizierenden im Vorfeld der vier Lehren schon ihre Probleme haben mit Akzeptanz und deshalb gar nicht in der Lage sind, das Eigentliche, worum es geht, auch nur in den Blick zu nehmen, geschweige denn tief zu durchdringen. Auch das soll nicht frustrierend werden, sondern im Gegenteil, ermutigend, um zu sehen, wie wunderbar klar diese Belehrungen sind, wie umfangreich diese Belehrungen sind und vor allem, wie hilfreich sie sind. Es gibt nichts Besseres. Stoff ohne Ende. Stoff ohne Ende. Ich fange an, das inhaltlich mal zu klären und gleich mal abzufragen. Wir fragen uns innerlich ab, wo stehen wir denn in dieser Fünferhierarchie? Wo sind wir zu Hause? Und wo fängt es denn vielleicht schon an, dass wir sagen, weiß ich gar nicht mehr, was es geht, geschweige denn, dass ich da jetzt Erfahrung habe oder irgendwie mich da tiefer schon auseinandergesetzt habe. Das heißt, der Erhabene sprach zunächst vom Geben. Solidarität, Almosen, Spenden, diese Worte kennt ihr. Und diese Worte kennt ihr aus allen anderen Religionen auch. Es gibt, soweit ich sehe, keine Hochreligion, die nicht das mit in den Fokus nimmt. Nimm nicht alles für dich, sondern wenn du was hast, gib anderen davon ab. Jetzt können wir schon mal fragen, wie läuft's bei mir praktisch? Ja, theoretisch vielleicht kann man sagen, okay, ja, sehe ich hier ein, du musst dem anderen auch was geben. Wie sieht's in unserem Leben praktisch aus? Mit dem Austeilen, mit dem, ja, hier nimm doch, da hast du. Ja? Nur um das mal als Thema anzusprechen. Davon spricht der Buddha zuerst und alle Religionslehrer, alle großen Lehrer tun das auch. Warum? Ist schon eine Andeutung. Warum? Weil es Geben das erste Anbohren unseres Ego ist. Das Ego wird uns thematisch noch sehr beschäftigen. Geben ist das erste praktische Vorgehen, unserem Ego ein bisschen was von seiner Größe zu nehmen, so ein bisschen vom Thron zu nehmen. Dann geht's gleich weiter, an sich harmlos. Dann spricht er von ethischem Verhalten. So, sprach schon mal rum. Ja. Wir sind alle sicher nicht böse. Ja, das sind üble Kerle, unterstelle ich nicht. Aber inwieweit ist unser Leben von ethischen Maßstäben geprägt, die auch diesen Namen Ethik verdienen? Ja, man sagt, es ist ein ganz, ganz weites Feld, wo es für uns viel Übungsmöglichkeit und noch viel Arbeit gibt. Das ist die zweite Stufe, auch etwas, was alle anderen Religionen lehren. Keiner lehrt, du sollst böse sein. Alle lehren, du sollst gut sein. Und das ist die Grundaussage im Zusammenhang mit Ethik. Sei ein anständiger Mensch. Dritte Aussage. Er sprach von himmlischem Dasein. Himmlisches Dasein heißt zweierlei. Das heißt einmal, dass es Existenzformen gibt, die weit über die menschliche Qualität hinausgehen. Also mehr an das heranragen, was wir vorhin besprochen haben, unter dem Gesichtspunkt des Wohls, das wir ersehen. Da ist menschliches Wohl eher bescheiden. Da ist die Behauptung, übrigens auch bei allen anderen Religionen, dass es Existenzformen gibt, jenseits des für uns Sichtbaren und weit über menschliche Qualität hinaus. Und einbezogen in diese Aussage ist auch, dass das nämlich heißt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Leben setzt sich nach diesem Leben hier als Mensch fort. Da oben oder da unten? Ja, wenn man heute Menschen fragt, die haben da unglaubliche Probleme schon. Ja, weil das materialistische Weltbild uns eingeprägt hat, mit dem Tod geht die Lampe aus. Kein Mensch glaubt mehr an die Hölle. Ja. Kein Mensch glaubt mehr an den Himmel. Und an die Hölle schon gar nicht, weil das für eine katholische Ausgeburt irgendwie gilt und viele erstaunt sind, dass so Vorstellungen wie Himmel und Hölle im Buddhismus tatsächlich auftauchen. Der Buddha das gelehrt hat, mit einer so großen Selbstverständlichkeit, wie er gelehrt hat, dass es menschliche Existenz gibt.
So, also fängt es schon an, dass wir viele Fragen haben, viele Fragezeichen offen sind. Und das ist erst die dritte Stufe vom Anlauf. Wissen, wir sind noch lange nicht bei der Sache. Der Anlauf. Nur das Lockern. Irgendeiner der Indologen hat mal gesagt, das sind buddhistische Lockerungsübungen. Ja? Wunderbarer Ausdruck. Damit machen wir uns nur freier, um ja, uns hinzubewegen auf das, was der Kern der Lehren eigentlich ausmacht. Nächster Punkt. Dann machte der Erwachte deutlich, wie unbefriedigend, mit mancherlei Nachteilen verbunden und armselig das sinnliche Genießen ist und wie segensreich darüber hinaus zu lassen. Das ist der nächste Hammer. Ja? Emotional vor allen Dingen ist das eine Herausforderung. Wir wollen doch gerade Glück, haben wir vorhin festgestellt, und Wohl, ja. Wir wollen, dass das Leiden nachlässt und Glück zunimmt. Und wo siedeln wir das an? Im sinnlichen Bereich. Das ist doch das, was unser Leben ausmacht. Wir wollen sinnlich das Leben doch genießen in allen seinen Facetten. Und da kommt einer her und sagt, das ist armselig. Das ist mit so vielen Nachteilen verbunden. Die Nachteile sehen wir, aber wir sehen noch mehr das Leuchtende. Ja, wir versuchen, die Nachteile wegzukriegen. Aber wir kämen doch nicht auf die Idee zu sagen, sinnliches Genießen, ja, macht's doch, wenn ihr was dabei habt. Für mich ist das kein Thema. Und das ist jetzt noch sozusagen der Anfang dieses Themas, weil darin steckt die innere Entwicklung, die geistige Entwicklungsmöglichkeiten, die über die sinnliche Erfahrung hinausführen. Also nicht, dass wir uns jetzt verkneifen sollen, was im Leben angenehm ist, sondern dass es Erfahrungsmöglichkeiten gibt jenseits der Sinneskontakte. Wer sich vorstellen kann, wer es erfahren hat, möge das bitte hier mal aufs Band sprechen. Das wird hier heute alles auch mitgestellt. Ja? Ich sage es ein bisschen provozieren, um zu zeigen, wo stehen wir. Ja? Und hier kommt ein Buddha, der sagt, sinnliches Erleben, das heißt sehen, hören, riechen, schmecken, tasten und da angenehme Gefühle haben, das ist unser Lebenszusammenhang. Da stecken wir mittendrin. Aber das ist nur eine Möglichkeit, eine wesentliche Möglichkeit der Erfahrung, aber eben nur eine Form von Leben und von Erleben. Und es gibt Erleben, das Sinneserfahrung transzendiert. Fußnote, da fängt das Leben erst an. Da fängt es an. Wo wir denken, da geht's Licht aus, da ist ja nichts. Und auch das lehren im Übrigen viele andere Religionen. Schon nicht mehr alle. Aber diesen Aspekt, den man den mystischen Aspekt der Religion nennt, das kennen wir im Christentum. Ja? Also die mittelalterlichen Mystiker haben genau das erlebt. Die haben gesagt, steig über die Sinne, hier lebet das Leben. Wem sagt das heute noch? Diese Erfahrung kennen die Mystiker der Muslime, die Sufis. Das haben wir im Taoismus, das finden wir bei den Hindus. Also diese Erfahrungsmöglichkeiten ist auch weltweit sozusagen verifiziert, dass das keine Spinnerei ist. Aber welche Rolle spielen diese Erfahrungen in der Bundesrepublik Deutschland 2009? Ja, welche Erfahrungen sind da? Wer kennt jemanden, der darin wohnt, der da zu Hause ist? So, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo der Erwachte sagt, alles schön und gut, aber jetzt fange ich erst an. Jetzt fange ich erst an. Ja? Weil all das gut, schön und richtig und hilfreich ist und förderlich ist. Aber solange ihr nicht noch einen Schritt weiter geht und merkt, dass all das, was ich da jetzt genannt habe, all das dem Wandel unterliegt und der Vergänglichkeit unterliegt und eben nicht zielführend ist, solange ich das nicht erkenne, kann ich nicht mein letztes Ziel finden oder erreichen, was Leidfreiheit beinhaltet. Das war ja unser Ausgangspunkt. Und deshalb ist der Kern der buddhistischen Lehre, egal wie die formuliert ist, der Kern der buddhistischen Lehre ist in den vier Wahrheiten zusammengefasst, die vier Wahrheiten vom Leiden.
genannt werden. Die Wahrheit darüber, was ist Leiden, wie weit reicht Dukkha, also Unvollkommenheit, wo kommt sie her, wodurch ist sie bedingt, wie entsteht sie, wie setzt sie sich fort? Welche Möglichkeiten gibt es, Dukkha zu überwinden, restlos, endgültig, für immer? Und wie ist das praktische Vorgehen, dass man das erreicht? Das waren die Themen der letzten 15 Jahre. Wie weit wir gekommen sind, damit können wir mal privat reden. Das werden wir jetzt nicht öffentlich reden. Ja? Und das sind die Themen, die anstehen. Und da muss ich auf eine Sache aufmerksam machen, weil da wurde unterschieden hat zwischen Magga, dem Weg, das ist der, der sozusagen generell gilt für alle, wie so eine Landkarte, die für alle gilt, und dem, was er Patipada genannt hat, das konkrete Vorgehen. Und das ist für jeden anders. Der Weg vom Ausgangspunkt Dukkha bis zum Endpunkt Befreiung, der generelle Weg, gilt für alle gleich. Aber jeder ist an einem anderen Punkt auf diesem Weg. Jeder hat andere Voraussetzungen, andere Möglichkeiten und muss deshalb seinen Weg sozusagen individuell gehen. Und das funktioniert so, dass man versucht, erstmal so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Wo bin ich denn? Ja? Bin ich der Mystiker, der eigentlich nur noch eine Belehrung braucht, um den letzten Rest von Unwissen und Wahn beiseite zu tun? Oder bin ich der Geizkragen, der noch nicht einmal in der Lage ist, von dem, was er oder sie besitzt, auch nur ein bisschen abzugehen? Das ist die ganze Bandbreite. Aber zur Ermutigung auch, historisch gesehen ist es immer wieder vorgekommen, zu Zeiten des Erwachten vorgekommen, dass Leute zu ihm gekommen sind und haben gesagt, du, ich will wissen, kannst du mir was erklären? Buddha hat es getan und eine einzige Belehrung hat ausgereicht, um den letzten Schritt zu tun. Eine Belehrung hat gereicht, um sozusagen den tiefsten Einblick in Realität zu schaffen. Und andere waren ein ganzes Leben lang Mönch, Nonne bei dem Buddha. Also hatten den Chef vor sich, das größte Genie aller Zeiten vor sich, und haben es trotzdem nicht gerafft. Und irgendwo dazwischen sind wir. Nochmal, das ist eine große Ermutigung. Das ist eine große Ermutigung, weil die Lehren des Erwachten heute noch uns zur Verfügung stehen. Wir sind in einer glücklichen Lage, in einer glücklichen Lebenssituation, dass wir erstens einigermaßen gesund sind, einen menschlichen Geist haben, der einigermaßen klar ist, also Potenzial hat zu erkennen, und vor allen Dingen, dass die Lehren des Erwachten, dass die uns zur Verfügung stehen, überliefert sind. Und das noch in einer Sprache, die wir verstehen. Ich sage das gelegentlich. Wer begreift, was das bedeutet, müsste jetzt jubelnd aufschreien, durch die Leipziger Straße rennen, vor innerem Jubel. Ja? Wollen wir das nicht tun? Wir haben eine Ahnung, sonst wären wir nicht da, sonst würden wir ja nicht jetzt in diese Richtung suchen und gucken. Aber wir haben nicht in der ganzen Tiefe schon erkannt, welches Gut heute noch da ist. Nevada hat ja erzählt, dass seine Lehre rein nur 500 Jahre bestehen wird. Ich muss die Jahreszahl jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Ja, aber er hat ausgedrückt, dass auch eine Buddha-Lehre der Wandelbarkeit unterliegt. Die verändert sich, die wird nicht mehr so tradiert. Beziehungsweise die Menschen sind auf Dauer nicht in der Lage, sie völlig rein zu halten und rein zu praktizieren. Und 2500 Jahre nach dem Tod des Erwachten ist noch eine schöne Zeit. Wir haben den Zipfel noch. Ja? Wir haben noch die Möglichkeit, uns da viel zurückzuholen und zu rekonstruieren, was von seinem Wort gesagt und überliefert ist. Das war die Einleitung.
ja, damit wir ein Gespür kriegen, um was es bei dem Dharma geht, was das an Bedeutung für uns haben kann. Und am nächsten Mittwoch, also Mittwoch im November, würde ich dann versuchen, die vier einleitenden Lehren einmal darzustellen, etwas so, wie ich es heute gemacht habe, und dann vor Weihnachten, so als Weihnachtsgeschenk, das Eigentliche, was sozusagen der Kern der buddhistischen Lehre angeht, insbesondere auch den sogenannten edlen achtbaren Pfad. So, jetzt habe ich euch lange warten lassen, jetzt ist das Wort bei euch, Fragen zu stellen oder zu kommentieren, was ich gesagt habe, richtig zu stellen oder, wenn das nicht präzise war, nochmal nachzuhaken. Dukkata, Matthias, ist noch eher das Wort, das Substantiv ist für die Leidhaftigkeit. Ja. Dukkha, meistens Adjektiv, Dukkata, die Substantifizierung von Dukkha. Mhm. Ja. Wobei ich jetzt Übersetzung mit Leiden, da habe ich mich noch nie gespürt, persönlich. Ja, die Übersetzung ist insofern problematisch, weil viele Leute sofort sagen, ich ja, weiß, kennst du doch, hörst doch nicht alles Leiden. Ich war gestern eingeladen, es war so ein schöner Abend. Also ihr Miesmacher, ja? Darum geht's nicht. Es geht, gut, dass du das nochmal ansprichst. Man muss wissen, was mit den Worten des Erwachten gemeint ist. Man darf nicht seine eigenen Assoziationen mit Worten verbinden, sondern muss die Dharma-Begriffe als Dharma-Begriffe verstehen. Und deshalb sagte ich, das Wort Leiden, die Übersetzung von Leiden, hat sich eingebürgert, die ist sozusagen gängig, schreckt aber viele ab, weil sie denken, oh, wir wollen doch was Positives hören, ja, wir wollen doch nicht von Leiden hören, da haben wir doch genug von. Aber Dukkha, vielleicht sollte man das ab und zu erwähnen, ja, die Kernworte des Erwachten, dass man die ruhig auch im Original weiß, wenn es weniger Missverständnisse gibt. Dukkha ist jede Form von Unvollkommenheit. Und selbst wenn der Abend gestern schön war, mag ja sein, hat er wenigstens die Form von Unvollkommenheit, ist vorbei. Ja? Und am nächsten Tag muss ich wieder arbeiten und war müde, weil es gestern so lang war. Das sieht man doch, ja, dass das Schönste einen Haken hat, es geht nämlich immer vorbei. Ja? Oder wollte ich was anderes sagen. Und zwar bin ich ja von meinem Naturell her eigentlich ein großer Skeptiker und Zweifler. Aber ich finde fast, dass du, also du hast alles sehr schön und natürlich richtig dargestellt, aber ich finde quasi so, auch was du jetzt sagst, dass wir eigentlich jetzt rausstellen müssten auf die Leipziger Straße und zu jubeln, das stimmt gewissermaßen. Aber ich finde, du hast es fast mit etwas zu negativen Unterton teilweise so dargestellt, denn eigentlich ist das so mein Part, ja. Nur also ich meine auch, vielleicht ein paar Dinge dazugelernt zu haben in den letzten 7, 8 Jahren. Und du hast ja auch selbst gesagt, also einmal das Verständnis, das vertieft sich ja auch stufenweise und langsam, ja. Das hast du ja selbst gesagt. Und dann habe ich auch gelernt von einem Lehrer, den wir beide verehren, dass man als Anhänger der Lehre vor allem bestrebt sein muss, sich den langen Atem zu erhalten, den die Menschen vielleicht heute noch mehr haben als wir, die wir mit diesem einen Leben rechnen. Und das finde ich auch ganz wichtig, denn wenn man mal mit mehr Leben rechnet als mit diesem einen, das hat natürlich einerseits eine anspornende, also für mich eine anspornende Wirkung, denn ich überlege mir auch, also was wird meine nächste Inkarnation sein? Und da mischen sich auch bei mir natürlich Sorgen rein. Andererseits sagt man auch, wenn man jetzt vielleicht die Grundausrichtung richtig hinkriegt in diesem Leben, ja, dann ist ja das Zeitproblem auch nicht da. Ja. Von daher würde ich diese beiden Punkte doch erwähnen wollen, um das Ganze noch etwas, du hast es ja auch schon positiv immer gewendet, aber noch etwas grundsätzlich positiver zu wenden. Und ich persönlich kann von mir sagen, also das geht natürlich zu 99% immer in der Banalität des Alltags unter. Aber ich habe manchmal, wenn ich dann so nachdenke und gucke, naja, wie war ich vor einigen Jahren und wie bin ich jetzt? Also ich meine,
so Fortschritt in Anführungszeichen sind natürlich marginal letztendlich am Endziel gemessen, aber ich persönlich muss doch für vieles, gerade für eine, denke ich mal, klare Orientierung sehr dankbar sein und bin dann auch oft emotional sehr gerührt und mit großer Dankbarkeit dem Erwachten zugewendet. Also von daher würde ich jetzt, obwohl es eigentlich mehr dienen würde, muss ich jetzt doch mehr auf die positiven Aspekte hinleiten. Völlig richtig. Ich habe einen kleinen Nachteil, den kennt ihr, ich bin kein Buddha. Ja. Der Buddha war nun ein genialer Pädagoge und alles, was danach kam, ist immer ein bisschen schlechter geworden. Da kann man sich vorstellen, was jetzt rauskommt. Denn der Buddha hat gesagt, ich habe zwei Arten zu lehren. Darauf spielst du an. Ja? Dem einen gebe ich sozusagen Zucker, dem anderen gebe ich Peitsche. Ja? Dem einen sagt er, Mensch, wie toll ist das im Himmel und wie toll ist das Nirvana. Ja? Und der Betreffende sagt, ach, da will ich hin. Und der andere, der so ist wie wir beide, so ein bisschen, ja, ist alles nicht so richtig, so ein bisschen miesmalerisch, den sagt er, hier ist alles wirklich schlecht. Dass hier rauskommt. Ja? Und je nachdem, wie man gepolt ist, zuckt man bei Leiden zusammen. Ach, will ich nicht hören. Erzähl mir lieber vom Glück und von der Erfüllung, der wird ich selig. Ja? Also ich erinnere mich in meiner eigenen Biografie, als ich gelesen habe, irgendwo über den Buddha, alles ist Leiden, habe ich gedacht, Mensch, der hat Ahnung. der weiß Bescheid, da gehst du mal hin und habe genau das gefunden. Ja? Aber ich habe dann schnell gefunden, Matthias, weil wir haben schnell gefunden, der Buddha lehrt ja nicht nur Dukkha, nicht nur Leiden, sondern lehrt ja vier Heilswahrheiten. Vom Leiden, vom Ursprung, von der Beendigung und von dem Weg heraus. Also ist da auch schon das Positive mit drin. Ja, die Hälfte der Wahrheit ist die Positive. Hälfte der Wahrheit geht zum Positiven. So, und wir sind unterschiedlich gestrickt. Der eine braucht mehr so einen, so, mach dich auf den Weg. Und der andere muss ein bisschen gelockt werden. Und ein guter Pädagoge kriegt das so hin. Und die meisten haben halt ihr Ding. Machen sie ein bisschen mehr so oder ein bisschen so. Und es gleicht sich aber, glaube ich, aus, wenn man so in einer Gruppe ist. Und deshalb dachte ich, wir müssten eigentlich alle jubeln, ja, wenn wir das Positive mehr sehen, aber es ist auch hilfreich zu merken, was alles wo noch klemmt. Ja. Versunken bin ich, hieß es vorhin im Text, versunken in Unvollkommenheit. Und da gibt es ja viele die Frage, wie komme ich raus? Ich sage, das ist hilfreich. Ja. Also es kommt darauf an, dass man ankommt. Nicht so sehr, was der Grund ist, dass man ankommt und der einen sozusagen auf den Weg bringt. Okay. Ich habe mich sehr lange mit der Formulierung beschäftigt. Mit bitte was? Mit der Formulierung Dukkha. Ja. Du hast gesagt, aus der Dharma-Sicht, Buddha sagte, dass das Leben Dukkha ist und unvollkommen ist. Ich verstehe dieses Wort unvollkommen im Gegensatz zu vollkommen zu seiner Dharma. Das habe ich verstanden. Aber Dukkha in dieser Formulierung sehe ich seine große Absicht, um in uns den Wunsch zu erwecken, aus diesem Existenzbereich rauszukommen. Meiner Meinung nach, warum formuliert er nicht diese von Geburt bis Tod als natürlicher Vorgang? Und für mich, wenn ich diese drei Gifte nicht hätte, länger leben wollen und so alles, befriedigen wollen. Wenn ich das nicht hätte, meiner Meinung nach, das ist ein natürlicher Vorgang. Irgendwo sagt er auch, diese, wenn wir diese Gifte nicht hätten, diese unser Leben als natürlicher Vorgang. Formuliert er auch irgendwo? Oder nur unter Bedingung, wenn wir diese drei Gifte haben, unser Leben ist Leid und du kannst. Ja, das, was du ansprichst, beantwortet er in seiner zweiten Wahrheit. Warum ist Leiden da? Ich habe vorhin gesprochen von dem schönen Abend, der gestern war und rum ist. Ja? Da kann man klar machen, warum Leiden da ist. Weil ich will, dass es so ist wie gestern. Und wenn es dann aufhört, dann ist Leiden da.
Wenn ich sage, es war schöner vorbei, ja, kein Begehren da in die Richtung, kann auch kein Leiden auftauchen. Und deshalb sagt er in seiner zweiten Wahrheit, was der Ursprung von Leiden ist, ist das ganz einfach, mögen oder nicht mögen. Das eine will ich und das andere will ich nicht. Und wenn die Welt immer anders ist, als ich es will, kommt Leiden. Ja? Aber merkt ihr, wie es jetzt schon wieder läuft? Wir gehen sofort, was ja richtig ist, also ein Fernblick zu den letzten Dingen. Ja, das sind wir heute beim Überblick. Aber der Buddha hätte erst mal geguckt, ist die Grundlage dafür da, dass wir über diese Dinge reden können. Und das müssen wir im Auge haben, wie weit sind wir sozusagen geeicht, um diese Tiefe schon zu durchschauen. Das sage ich nicht zu dir, ich sage das allgemein. Aber das Schöne ist, letzter Satz zu diesem Komplex, dass der Erwachte seine Wahrheiten ja nicht immer nur in derselben Art und Weise formuliert. Er formuliert sie immer wieder neu, immer wieder anders, sodass aus diesen verschiedenen Perspektiven irgendwann einmal ein Gesamtbild auftaucht oder irgendwann mal ein Satz auftaucht, den gerade wir verstehen. Ja? Sagen wir ein anderes Beispiel, wie er Dukkha formuliert. Er sagt, kein Ding ist der Mühe wert, sich dabei niederzulassen. Hat mit Leiden jetzt nichts zu tun, kommt das Wort nicht vor. Ja? Aber wer dieser Spur danach geht, warum ist nichts wert, dass man sich damit beschäftigt? Ist doch schon eine große Herausforderung. Nichts ist wert, damit, dass man sich damit beschäftigt. Und das bringt doch den Geist schon in Rage, weil es euch hier fallen 10 Dinge ein, die es wert sind, dass man sich bei ihnen niederlässt. Und da wird man sagen, ja, ist denn nicht mal die Lehre des Buddha wert, dass man sich bei ihm niederlässt? Da hast du doch jetzt den Widerspruch. Nee, sagt der Buddha im Kern, wenn du am Ende deines Weges bist, musst du selbst die Lehren des Buddha beiseite lassen. Du darfst auch nicht dran kleben, dran haften, weil du dann den letzten sozusagen Schritt nicht gehen kannst. Ja? Das nur mal als Beispiel dafür, wie unterschiedlich facettenreich der Erwachte seine Lehre darlegt, bis der Satz auftaucht, den auch wir verstehen, der zu uns passt. Und das kann manchmal ein bisschen dauern. Und wenn ich jetzt so an diese Eingangsvoraussetzungen denke, die gefordert werden, dann kommt halt in mir die Frage auf, was ist, wenn ich an mir selbst feststelle, damit habe ich teilweise Probleme. Also gerade eben als westlich und naturwissenschaftlich geprägter Mensch ist es für mich sehr schwer, so etwas Übersinnliches mir vorzustellen und auch überhaupt die Frage, wie weit will ich das auch überhaupt akzeptieren. Also es gibt da eben auch so Sachen wie Aberglaube, die ich überhaupt nicht in mein Leben integrieren möchte. Und wie weit kann man das vielleicht angehen oder kann da das so zeitgemäß mal formulieren, dass das vielleicht akzeptierbar wird für einen Westler? Also das wäre für mich sehr interessant und gerade so Sachen wie Himmel und Hölle, die halt für mich einfach, wie Sie auch sagen, katholisch geprägt ist, jetzt nichts gegen das Christentum, aber Bestrafungssystem vielleicht darstellen, Leute, ein Kontrollsystem vielleicht von den Einwohnern, von einem Herrscher, der versucht hat, einfach seine Macht zu fixieren. Und das ist auch was ich ablehne und was ich auch beibehalten möchte, das abzulehnen. Und inwieweit kann ich aber sowas eventuell, was ich mir wünschen würde, mit dieser buddhistischen Lehre vereinbaren? Oder ist es da ein komplettes Ausschließen voneinander? Also das fände ich interessant. Ja, da gibt es viel dazu zu sagen. Ich fange mal an zu sortieren. Fang mal hinten an. Der Erwachte sagt, es gibt einen inneren Zustand von Entwicklung, wo einem klar wird, nicht Verstandenes werde ich verstehen. Das hat sowas mit Grundvertrauen zu tun. Ich sagte vorhin, wir sind in einer Welt geboren, die von Unwissenheit geradezu geprägt ist. Glauben aber, dass wir alles wissen und dass es bei uns alles gut ist. Und da kommt es darauf an, so viel Vertrauen zu entwickeln, immer Vertrauen gleich zurück, dass man stehen lassen kann für eine bestimmte Zeit Dinge, die man noch nicht akzeptiert. Und es gibt eine Lehrrede, wo der Buddha genau auf diesen Punkt aufmerksam macht und sagt, du musst und sollst gar nichts alles akzeptieren, aber das Entscheidende, was du machen musst, in Anführungsstrichen, bleibe offen für Dinge, die du nicht verstehst und nicht akzeptierst. Bleibe offen. Das ist das, was die Erfordernis
meint mit Vertrauen. Wenn du sagst, der Buddha ist tot, ja, war ein lieber Mann, aber ich wende mich an die Ergebnisse der heutigen Erkenntnisse und Wissenschaft, dann hast du keinerlei, ich spitze jetzt zu, dann hast du kein Vertrauen zu dem Buddha, dann wird dir das verschlossen bleiben müssen. Wenn du aber sagst, wenigstens das Gefühl hast, da ist was dran, wie viel weiß ich noch nicht, aber da ist was dran, aber es gibt auch eine ganze Menge, was ich nicht verstehe und was ich auch innerlich erstmal ablehne. Das ist ja unsere Lebenssituation. Da ist die erste, sozusagen das erste Gebot, offen bleiben, bis man es selbst weiß. Ich habe ja zitiert, man wird selbst sehen. Der zweite Punkt, der Buddha behauptet von sich selbst, ich lehre nur das, was ich selbst als wahr erkannt habe. Er sagt nicht, ich gebe einfach das weiter, was ich in meiner Familie gelernt habe. Ob das richtig ist oder falsch, keine Ahnung, wir haben es alles so erzählt, also es heißt weiter. Das sagt der Erwachte nicht, er sagt, ich sage nur, was ich selbst erfahren habe. So, und da kann man ja schon mal den Test machen. Findet einen Punkt, wo der Buddha etwas sagt, was falsch war. Schwer. Zweitens sagt er, die tieferen Wahrheiten sind auf dem Weg zu entdecken. In der Praxis. Nicht vom Ausgangspunkt kann man schon das Ziel sehen. Man kann über das Ziel reden, man kann debattieren und spekulieren, aber sehen kann man das Ziel nur, wenn man geht. Ja, das ist ein schönes Gleichnis, in dem der Erwachte sich selbst als ein Wegweiser definiert. Ja? Er sagt, ich zeige das Ziel, ich zeige, wie ihr das Ziel erreicht. Das ist die beste Methode zu überprüfen, ob einer, der einem Weg gezeigt hat, ob der Recht hat. Ja? Wenn er sagt, geh dahin, dann gehst du nach links, dann gehst du nach rechts, dann gehst du zweimal im Kreis oder was. Und wenn das alles stimmt, ja, auf deinem Weg, ja, das stimmt, das ist da, das ist eingetreten, dann gewinnst du mehr Vertrauen in das, was er noch gesagt hat, was du nicht akzeptieren kannst im Moment. Und wenn du das selbst gesehen hast, wenn du mal im Himmel warst, dann kann dir keiner mehr ausreden, dass es keinen Himmel gibt. Verstehst du? Jetzt kann dir noch jeder ausreden, dass es keinen Himmel gibt. Du warst offensichtlich noch nie im Himmel. Keine Erinnerung. Aha, zumindest nicht in dieser Erinnerung. Ja. Wenn man etwas selbst erfahren hat, dann ist es sehr viel authentischer, als wenn man nur gehört hat, es soll das und das. Ja. Und jetzt mache ich noch einen kleinen Sprung. Ich sage hier am Anfang, wir sind materialistisch verdorben. Das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Und die tieferen Aussagen des Erwachten über unsere Realität oder die Realität werfen das über den Haufen, was materialistische Weltanschauung sagt. Völlig über den Haufen. Und wenn man merkt, wie falsch diese Ansicht ist, mit der wir total verwoben sind, geben wir es zu. Wenn man merkt, wie falsch das ist. Kapitalistisches System, ich meine, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Ja, nun, ja, das ist sozusagen das i-Tüpfelchen darauf, das ist das Sahnehäubchen darauf. Ja. Und das geht ja bis in die Philosophie hinein, bis in die Weltanschauung hinein, dass Materie die Grundlage des Lebens ist. So sind wir gereicht. Solange das unser Weltbild ist, sind wir nicht in der Lage, die tieferen Lehren des Erwachens zu verstehen. Das ist die Blockade. Wenn wir merken, dass das unsere falsche Orientierung ist, ich garantiere dir, dann werden Vorstellungen und Erfahrungen von Himmel und Hölle so selbstverständlich, wie jetzt die Erfahrung ist, wir sitzen in diesem Raum. Nur, komm zurück auf diese vorbereitenden Lehren. Ja? Wenn die nicht in uns präsent sind, wenn wir nicht in ihnen zu Hause sind, dann sind wir eben noch in der Fremde. Wir sind noch Verirrte, Verwirrte, wir sind nicht zu Hause und wissen überhaupt noch nicht mal, wie man nach Hause kommt und wo wir zu Hause sind. Ja? Also lange Rede, kurzer Sinn. Vieles
erschließt sich erst dann, wenn man sich auf den Weg macht. Und meine Empfehlung ist, bleibt offen, egal wie absurd manche Dinge sind. Und selbst im Westen, wo wir, wie gesagt, materialistisch orientiert sind, ist selbst in diesem Rahmen heute so viel selbstverständlich, was vor 10, 20 Jahren noch wie ein Märchen, wie ein Aberglaube und so weiter klang. Ich habe eine Nachbarin gehabt, die bis zu ihrem Tode abgestritten hat, sich nicht vorstellen kann, dass ein Mensch auf dem Mond ist. Ich dachte, das, nee. Nein, kommt mir damit nicht, das ist irgendein Trick der Amerikaner, das ist ein Film oder irgendwas. Kein Mensch würde heute zweifeln, also ich kenne niemanden, der zweifelt, dass es Raumfahrt gibt, dass es die Möglichkeit mal gegeben hat, dass Menschen auf dem Mond waren. Erklärt das mal jemand, der zu Buddhas Zeiten gelebt hat. Ja, der hätte auch gedacht, ja, ist gut, bleib friedlich, so tu mir nichts. Also selbst innerhalb des Rahmens von Leben, den wir kennen, hat sich in den letzten 50 Jahren so viel Unterschiedliches, Unvorstellbares realisiert. Nur auf dieser Ebene, in diesem Rahmen. Ja. Und der Buddha sprengt diesen Rahmen. Und damit wird fast alles möglich. Ja. Und wenn man die Gesetzmäßigkeiten des Geistes kennt, wenn man erkennt, wie Geist funktioniert, wie Wirklichkeit aus Geistigem entsteht, da ist Himmel und Hölle eine Banalität. Erstmal im Vorstellen. Eine Selbstverständlichkeit. Ja, nicht schon im Erleben. Aber der Buddha lehrt auch, wie man Himmel erlebt. Wie man das erlebt. Und sagt hinzu, es ist es aber noch nicht. Weiter, 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 weiter. Hm? Okay? Ich brauche einen Rat. Viele große Meister sagen, Buddhismus ist so leicht, während man Gesicht was die Nase berührt. Aber wer zuerst mal mit dem Buddhismus beschäftigt, sagt da, so schwer, Buddhismus. Aus deiner Erfahrung, woran sollen wir uns orientieren, wenn man solchen Eindruck hat, Buddhismus zu schwer? Also für viele Leute ist Buddhismus nicht schwer. Ja? Es heißt mal anders. Es gibt zwei Typen von Menschen. Das eine, das sind die Vertrauensmenschen. So, der Buddha, das war der Buddha. Wenn der was sagt, dann ist es so. Und wenn der mir was empfiehlt, dann mache ich es. Die empfinden das nicht als schwer. Nicht? Dann haben sie ihre Regeln oder ihre Meditation und Empfehlungen für den Alltag. Ist nicht schwer. Weil einfach dem folgen, was der Lehrer sagt. Die anderen sind eher die Intellektuellen. Ja? Bevor die den ersten Schritt gehen, wollen die mal alles wissen. Die wollen das Ende wissen, die wollen 7 Begründungen mindestens, damit sie sich auch auf den Weg machen. Und wenn dann das ganze Gebäude vor ihnen steht, ich habe euch das ganze Gebäude hier aufgerichtet, ja, ach, um Himmels Willen, ich arme, ja, wie soll ich das, wie, ach je, ich habe mir das nicht mal merken können, was der da vorne erzählt hat, wie soll ich damit zurechtkommen? Da ist Buddhismus schwer. Ja? Ach, wie hieß das? Und ja, muss ich da jetzt Pali lernen und Sanskrit und Chinesisch? Und so? Nee, das ist nichts für mich. Da gehe ich doch irgendwo anders hin, wo man einfach nur Räucherstäbchen anzündet und sich im Kreis dreht und da ist es auch schön. Ja, ja, gibt's auch. Und auch da sind die Geschmäcker verschieden. Ja, wichtig ist, dass man den Weg geht. Und wenn man sagt, ich will gar nicht viel Theorie, was erzählst du da? Das interessiert mich alles nicht. Sag, was ich machen muss. Ja, dann glaube ich. Es gibt einen Bericht über einen Buddha vor unserem Buddha Shakyamuni. Ja, das soll ja nicht der einzige gewesen sein, sondern es gab Vorläufer. Es gab andere Buddhas vor unserem Buddha. Und da ist auch berichtet, wie er gelehrt hat. Er hat seine Schüler gelehrt, jetzt tu das, jetzt lass das. Jetzt tu das, jetzt lass das. Jetzt denk darüber nach, jetzt denk darüber nach. Ohne Theorie.
Ja, und einfach gemacht. Die hatten Vertrauen zu ihm, haben das gemacht und irgendwann waren sie an der Tür und sind rausgegangen. Ja? Hintergrund war, dass zur damaligen Zeit, sagt die Tradition, die Menschen sehr alt geworden sind. Und wenn du da einen Lehrer hast, einen Top-Lehrer hast, der dich ein ganzes Leben begleitet, brauchst du keine Theorie. Du brauchst bloß seinen Einleitungen und Anleitungen zu folgen und irgendwann hast du es geschafft. Wenn du aber keinen Lehrer hast, der dich ständig schubst, der dich ständig sagt, wo du aneckst und wo du was machen musst, musst du sozusagen den Lehrer in dich hineinnehmen. Du musst die Lehre in dich hineinpacken. Dass du im entscheidenden Moment von innen heraus weißt, jetzt mehr nach links, jetzt mehr nach rechts, jetzt geradeaus. Ja? Das ist unsere Lebenssituation heute eher. Wir haben nicht den Lehrer, der uns morgens begrüßt, so, was machen wir heute? Sondern wir beschäftigen uns mit Dharma heute sehr interessiert, sind sehr begeistert und dann ist 4 Wochen gar nichts. Ja? Ein Jahr gar nichts, wenn es sein muss. Und wenn dann die Lehre in unserem Geist nicht verankert ist, in unserem Gemüt nicht verankert ist, kann ich nichts tun, kommen wir nicht voran. Und deshalb ist der Beginn des achtfachen Weges, über den wir noch reden, die richtige Anschauung. Ein richtiges Bild von der Realität. Wenn wir das gewinnen, dieses richtige Bild von der Wirklichkeit und das Bild davon, was wir praktisch tun, wenn das bei uns verankert ist, dann sind wir selbstgängig, dann laufen wir auf der Spur. Aber wenn wir dominiert sind von einer Weltanschauung, die falsch ist, habe ich vorgelesen. Ja, wollen wir das Angenehme, aber das Unangenehme passiert. Das ist unsere Lebenssituation. Meine Erfahrung ist, je mehr man sich mit dem Dharma beschäftigt, umso einfacher wird es. Ist überall so, klar. Aber man sieht immer mehr, dass der Buddha gar nicht sehr viel Unterschiedliches, Kompliziertes sagt. Er sagt dasselbe nur in unterschiedlichen Worten. Ja? Es ist im Grunde sind es 3 Sachen, die er sagt, ungefähr. Ja? Aber da wir einen komplexen Geist haben, da unsere Lebenssituation komplex ist, sind die Antworten des Erwachten auch komplex, dass sie auf alle Lebenssituationen passen. Im Grunde sind die Aussagen am Ende so einfach, dass man sich wundert, dass man da nicht selbst aufgekommen ist. Ja. Das ist der Punkt. Das ist so naheliegend, was der Buddha sagt. Das ist so naheliegend, dass man es nicht sehen kann. Stolpert drüber, weil es so banal, so selbstverständlich ist. Dass das Brett, das wir vom Kopf haben, uns das. Ja, man sieht ja das Brett vom Kopf gar nicht. Das kann man nicht sehen. Ja, weil es ständig da ist. Das Brett ist ständig da. Und deshalb sehen wir es nicht. Erst wenn einer dran klopft, hören wir ja auf. Ne? Das ist ja ein Brett und gar keine klare Sicht.